Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Flugzeugsimulationskunst. Und ich möchte euch heute mal zeigen, wie wir einen Airbus A318 aufrüsten. Und dazu habe ich mir eine schöne Location ausgesucht. Und zwar befinden wir uns heute in Zürich. LSZH ist der Flughafencode. Und wir können ja mal kurz rausschauen. Also das hier ist Zürich. Wir befinden uns hier am Gate A42 im verschneiten Zürich. Es ist winterlich, wir haben winterliche Temperaturen und der Flughafen hier ist von Aerosoft und das ist auch wieder sehr gute Arbeit. Also gefällt mir sehr gut, kostet natürlich auch wieder alles Geld, ganz klar. Aber wie gesagt, wer es will, wer es braucht, wer es mag, muss jeder selber entscheiden. Ich finde ihn ganz schick, muss ich ehrlich sagen. Und der Airbus A318 hier ist selbstverständlich auch von Aerosoft und ist auch ein fantastisches Modell. Ich habe mir den Airbus A318 ausgesucht. Ich finde ihn irgendwie ganz knuffig. Der ist schön klein, kompakt, passt überall durch, ne? Aber nein, das ist natürlich Quark. Also er ist, finde ich, ein schönes Flugzeug. Ich finde ihn echt klasse. Und da habe ich mir gedacht, ich suche den heute mal aus zum Aufrüsten. Und zwar komplett aus dem Cold and Dark Modus. Und wir fangen auch gleich an. Ich habe hier draußen schon mal vorbereitet die externe Power Unit und zwar Ground Power Unit sozusagen, genau. Die ist sozusagen jetzt unser Stromlieferant und ihr seht hier über das Kabel, ist sie mit unserem Flugzeug verbunden und versorgt uns jetzt erstmal mit der nötigen Bordspannung, mit der nötigen Netzspannung, dass wir ein bisschen Strom auf dem Flugzeug haben und nicht die Batterien leer laufen lassen. Das ist die sogenannte GPU, genau. Und wir schauen mal rein und fangen auch gleich an. Ein, zwei noch hier, sind wir wieder drin, genau. Und das ist der Airbus A318 von innen. Und wie ihr seht, auch ein sehr schickes Modell. Also kann man nicht meckern, haben sie gut hinbekommen. So, dann würde ich sagen, geht los. Ein paar Sachen hier in dem Airbus können wir auch bewegen. Wir können zum Beispiel auch das Fenster aufmachen. Aber wie gesagt, auch hier gilt nur unten am Boden, nicht oben in der Luft. Das geht schief. Und damit wir das nicht dann vergessen wieder zuzumachen, machen wir es gleich wieder zu. Es ist nämlich auch kalt draußen. Und wir fangen an, den Airbus aufzurüsten. So, wir fangen an hier oben. Und ich hatte euch draußen eben die externe Power Unit gezeigt, die GPU, und wir haben hier auch schon auf den Knopf, ich weiß nicht, ich hoffe, man kann es sehen, hier steht Available, das heißt, ich kann mir den Strom von der externen Stromversorgung her ziehen und die ist aktiviert. So, wir fangen an, Battery 1 und 2 on, das haben wir getan. Die externe Power Unit ist auch on. Das ist getan. Und wenn wir jetzt hier runter schauen, unsere Displays sind natürlich alle noch sehr dunkel. Und die aktivieren wir jetzt erstmal. Das heißt, wir bringen ein bisschen Licht ins Dunkel. Und dann drehen wir die alle mal an. Und hier hinten das Rädchen, auch ganz wichtig, das brauchen wir dann für unseren Wetterradar. Das wird hier grafisch drüber gelegt. Dass wir das natürlich dann auch sehen. Auch ganz wichtig. Dann kommen noch unsere ICAM-Monitore an. Zwei Stück an der Zahl. Und da sehen wir sie auch schon. Für das Wetterradar legen wir gleich hier unten den Multiscan auf SUS 1, damit wir dann das auch sozusagen nutzen können. Das Wetterradar wird, glaube ich, dann hier drüber gelegt, grafisch. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie hier hinten das Rädchen auch mit anschaltet. So, wir fahren fort und zwar Seatbelt Signs on. Die Seatbelt Signs befinden sich hier. Wir machen die Seatbelt Signs on. Das sind die Anschnallzeichen, die jeder kennt vom Flugzeug. Die befinden sich mit in der Decke eingearbeitet, wo auch das Licht ist und weisen die Passagiere darauf hin, dass sie sich anschnallen müssen. Natürlich, ganz klar. Wir schalten die No Smoking Signs on. Wir sind selbstverständlich ein Nichtraucherflug. Ich wüsste nicht, wann ich mir das letzte Mal im Flugzeug genüsslich eine angesteckt habe und geraucht habe. Nein, ganz klar, das gibt's da oben nicht. Wir sind ein absoluter Nichtraucherflug
und deswegen No Smoking Signs On. Und wir gehen noch eins weiter rüber. Die Emergency Lights, die natürlich Not-Exit-Lichter, die kommen auf Armed, die werden scharf geschalten. Die kommen auch nicht auf On oder bleiben auch nicht aus. Selbstverständlich auf Armed, dass sie scharf geschalten sind. Das soll dann im Falle des Falles, was wir natürlich nicht hoffen, im Notfall dann scharf geschalten werden, damit die Leute wissen, okay, wo geht sie am schnellsten raus. Aber das ist natürlich nur mal so nebenbei erzählt. Die kommen auf Armed. Wir schalten noch unsere Nav-Lights on. Unsere Nav-Lights befinden sich hier. Und da können wir mal kurz rausschauen. Das müssten, glaube ich, genau hier draußen sehen wir jetzt an der Tragfläche, haben wir hier einmal das Rote. Das müssten die Flugbegrenzungslichter sein oder wie auch immer. Ich weiß es auch nicht genau. Hier haben wir das Grüne und ich glaube hinten an der APU ist auch noch eins. Ein weißes. Gehört, glaube ich, auch noch mit dazu. Das haben wir jetzt, wie gesagt, eingeschaltet. Die Nav Lights sind on und wir machen den Engine 1 and 2 und APU Fire Test. Ist ganz klar, muss gecheckt werden, damit im Falle eines Triebwerkbrandes natürlich wir das hier auch mitkriegen und alle Alarmglocken angehen. Und dazu halten wir erstmal von der Engine 1 den Testbutton gedrückt und wir schauen unten hier, unser Master One schrillt auf, Engine One Fire. Also klappt. Wir schalten das wieder stumm, das hat gepasst. So, wir gehen zur Engine 2, da natürlich das gleiche, wir halten den Schalter gedrückt und wir sehen hier im Fenster, leuchtet auf Engine 2 Fire. Auch das kriegen wir mit dem Master One wieder weg. Also das hat soweit auch funktioniert. Der Schalter kommt wieder raus. Und das gleiche testen wir noch mit der APU. Ganz wichtig. Und wir sehen APU Fire. Funktioniert auch. Die APU hier oben, weil wir gerade bei der APU sind, das ist die Auxiliary Power Unit. Und das ist, müsst ihr euch vorstellen, im Heck des Flugzeugs hinten ein kleines Triebwerk, was uns, wenn es denn läuft, mit Strom versorgt. Das heißt, wir brauchen dann nicht mehr die External Power Unit, sondern die APU versorgt uns komplett dann mit Strom und fungiert natürlich auch als Generator, dass unsere Batterien nicht entladen werden. Und ich bin sogar der Meinung, dass uns die APU mit Zapfluft, also mit Druckluft versorgen kann. Was wir natürlich dann logischerweise später auch zum Triebwerkstart brauchen, die Zapfluft. So, ich schau mal, wie geht's denn weiter? Ja, als nächstes führen wir den Q&H-Test. Und zwar ist es hier unser Druckluft. Also Luftdrücke, es herrschen ja überall auf der Welt unterschiedliche Luftdrücke. Und auch hier in Deutschland, beziehungsweise hier in der Schweiz. Und wir stellen unseren Luftdruck, der hier in der Schweiz oder beziehungsweise hier in Zürich gilt, mit der Taste B hier im Flugsimulator ein. Und da haben wir einen Q&H von 989. Und das ist der Luftdruck, der hier, Gesundheit, mein Co-Pilot hat gerade genießt, der ist wahrscheinlich ein bisschen erkältet. Hier in Zürich gilt ein Q&H von 989. Der ist hier einzustellen. Das ist auch ganz wichtig. Wenn wir dann irgendwann gestartet sind und sind in der Transition Altitude, also sage ich jetzt mal oben auf 35.000 Fuß, dann kommt natürlich dieser Schalter auf Standard. Ist ganz klar, oben in der Höhe, sage ich jetzt mal, egal um die Erde rum, herrschen dann die gleichen Drücke und da wird das dann auf Standard gestellt. Aber für uns gilt jetzt hier erstmal für Zürich der 989 und der Standard müsste der 1013 sein. Ich weiß es aber nicht genau. 1013 ist wohl auch so ein Standard. Hier gilt für uns jetzt erstmal der 989. Den haben wir eingestellt und das, wie gesagt, ist wichtig, damit auch die Messgeräte an unserem Flugzeug die richtigen Daten bekommen oder richtig eingestellt sind. Also das nicht vergessen. Dann gehen wir weiter. Wir aktivieren das Radio Panel, damit wir natürlich auch den Funkverkehr mithören. Und da geht es auch schon los. Da hören wir auch schon Funkverkehr hier in Zürich. Hier können zwei Frequenzen eingestellt werden. Und die Frequenz, die hier links eingeblendet wird, ist die aktive und die rechte ist die Standby-Frequenz. Und das kann so, wie ihr hier seht, umgeschaltet werden. So, dann
fahren wir auch schon fort. Die Cockpit-Cam schalten wir an. Wir haben hier hinten einen Monitor, und zwar haben wir eine Kamera, damit wir wissen, nicht jeder darf hier ins Cockpit rein. Und wir wollen auch sehen, wer will da rein. Das wollen wir sehen. Und deswegen schalten wir die an. Und wie ihr seht, haben wir jetzt die Cockpit-Cam aktiviert. Und da sehen wir genau, wer steht hier vor unserer Tür. So, und natürlich kann man die Tür, kann man ja auch hier dann verriegeln von innen, dass da nichts passieren kann im Falle eines Falles. Will ich jetzt nicht weiter ausführen. So, das haben wir getan, die Cockpit-Cam ist on. Wir schalten das TICAS ein. Das TICAS ist unser Ident, das bekommen wir eine bestimmte Nummer zugewiesen, dass uns identifiziert in der Luft, im Luftraum. Hier ist jetzt die 1200 eingestellt und ich schau mal, es steht auf Standby, das ist erstmal richtig. Das passt. Und jetzt würden wir theoretisch weiterfahren mit unserem IRS. Wir müssen natürlich unser GPS orten. Also das GPS muss uns orten. Unsere GPS-Geräte hier an dem Flugzeug müssen richtig eingestellt werden. Das ist natürlich ganz wichtig, dass unser Flugzeug weiß, wo bin ich. Und da schauen wir jetzt mal hier in unseren FMC rein. Unser Flight Management Computer, glaube ich, heißt das. Und da steht Reset IRS to NAV. Und hier müssen wir gleich etwas eingeben. Ich werde das aber nur oberflächlich heute machen. Das zeige ich euch mal in einem anderen Tutorial, wie wir den FMC vollkommen schön programmieren. Heute werden wir erstmal nur die Sache mit dem GPS machen. Und zwar dazu werden wir gleich erstmal nach oben schauen. Da haben wir unsere IDIRS. Unsere IDIRS sind hier oben unser GPS Sender Empfänger und die müssen wir jetzt alle align. Und dazu gehen wir alle oben auf NAV und dann steht, unsere IDIRS werden sich jetzt in ein paar Minuten align. Ihr seht hier, steht es. IR in Align 5 Minutes. Also in 5 Minuten werden unsere GPS-Empfänger uns orten. Oder wird das funktionieren? Und die Message kriegen wir jetzt erstmal weg. Und ich gehe mal auf die Init-Page. Und was machen wir denn? Sagen wir mal, wir sind in Zürich. Das ist LSZH. Und wir fliegen mal beispielsweise, sage ich jetzt mal auf die Schnelle, nach Frankfurt. DD. F, das ist Frankfurt. So, das hat er genommen. Flight Number, wir sind der Airbus A318, mal eine fiktive Nummer. 318. Einfach mal eine fiktive Nummer. Ist ja egal. Der Coast Index hat damit zu tun, das wird immer eingeben, das ist von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft unterschiedlich, mit wie viel Triebwerkslast wird geflogen, wie viel Sprit wird verbraucht. Der Coast Index, ich gebe jetzt hier einfach mal eine 25 ein, manchmal liegt er zwischen 25 und 35, aber für den kleinen kurzen Weg sollte das so reichen. Flughöhe, sage ich jetzt mal ganz einfach, 30.000 Fuß für die kurze Strecke, 30.000 Fuß. Und da oben sehe ich gerade, haben wir minus 45 Grad. Also es heißt, warm anziehen. So, und ich stelle jetzt mal hier Align IRS. Das heißt, bitte finde mich. Und wenn das Gerät dann soweit ist, wir schauen nochmal hier drauf. Align in 4 Minuten, okay. Dann sollten wir hier etwas sehen. Dann sollte hier unser Flugzeug zu sehen sein. In LSZH sollten wir dann per GPS geortet worden sein. Also das müsste so funktionieren. So. Solange müssen wir natürlich erstmal ein bisschen warten. Solange das GPS jetzt noch die Ortung durchführt, bevor wir dann weitermachen. Ich kann euch mal kurz zeigen, hier in dem Airbus A318 von der Aerosoft. Hier in der rechten MCDU habt ihr... Habt ihr noch verschiedene Optionen für das Flugzeug. Hier zum Beispiel Aircraft State, also hier könnt ihr zum Beispiel euren Cold and Dark Modus einstellen. Ja, also wenn ihr wahrscheinlich das Flugzeug das erste Mal in den Simulator reinladend,
wird es wahrscheinlich schon alles aktiviert sein, alle die Triebwerke laufen, es wird alles unter Strom stehen. Das könnt ihr hiermit dann mit einem Klick auf den Button wieder in den Cold Dark Modus versetzen, das Flugzeug. Also finde ich gut gelöst, geht schnell, ist bei anderen viel komplizierter gelöst. Also muss ich sagen, hat mir gefallen. Hier befinden zum Beispiel sich Informationen über die Türen und wir haben draußen eben gesehen, Front Left Door ist open. Wenn wir rausschauen, hier vorne die Tür, ganz klar, die ist offen und wir können über dieses Menü auch die anderen Türen im Flugzeug schließen bzw. öffnen. So, hier noch die Front Cargo und die Back Cargo Tür. Ist natürlich auch alles dabei. Ground Service, hier über den Ground Service könnt ihr eure External Power GPU connecten. Ihr könnt die Wheel Chocks setzen, die sind natürlich alle noch gesetzt, weil wir sind ja noch nicht so weit. Das seht ihr ja alles hier. Optionen haben wir auch noch. Da könnt ihr noch verschiedene Sachen einstellen, auch über das Flugzeug. Fly by Wire, alles on. Autorudder, Fuse, Checklisten. Hier ist der Punkt mit den Checklisten. Kann ich euch kurz zeigen. Checkliste ist hier auf off. Man stellt sie über den Knopf hier auf on. Und dann sagt praktisch der Co-Pilot uns die Checklisten an und wir arbeiten die Punkte alle ab. Dann kann man natürlich auch noch den Co-Pilot auf on stellen. Dann wird der Co-Pilot das alles selber noch einstellen. Das heißt, ihr könnt euch echt hinsetzen und könnt eine Tasse Kaffee trinken und er wird für euch das Flugzeug aufrüsten, glaube ich. Aber das macht ja irgendwo keinen Spaß. In der Wirklichkeit, weiß ich nicht, wird der Kapitän wahrscheinlich auch nichts tun, sondern wird in Verbindung mit dem Co-Pilot natürlich, der Co-Pilot meistens liest die Checkliste vor und der Pilot bestätigt und arbeitet ab. Der Captain, Entschuldigung, nicht der Pilot, der Captain, so sollte es eigentlich sein. Was haben wir noch? Gehen wir noch mal zurück. Ja, Load Fuel, hier drüber könnt ihr dann eingeben, da gibt es bestimmte Programme, die Anzahl der Passagiere und das Gewicht, wie viel Treibstoff müsst ihr laden, wie viel Reservetreibstoff müsst ihr laden, das könnt ihr dann alles von einem Programm ausrechnen lassen und das muss natürlich hier auch alles eingegeben werden und dann kann man hier über Start Boarding mit dem Boarding beginnen. Also das ist natürlich auch alles wichtig, ne? Man muss schon wissen, wie viel Gepäck und Passagiere an Bord und wie schwer sind wir? Wie viel Sprit brauchen wir? Das ist alles, wie gesagt, auch wichtig. So viel mal kurz dazu. Und ich habe gesehen, wie ihr seht, unser GPS hat uns geordnet. Die Meldung ist weg. Und wir sehen hier unser Flugzeug in LSZH. Also das hat soweit geklappt. Und unser Flugzeug ist sichtbar. So, und da würde ich sagen, fangen wir jetzt gleich an und gehen in Richtung Triebwerkstart. So langsam in Richtung Triebwerkstart. Wir schalten jetzt die APU an. Das ist hinten, hatte ich euch vorhin erzählt, dieses kleine Triebwerk im Heck, was uns jetzt mit Strom versorgen wird, damit wir die externe Stromversorgung deaktivieren können. Und da werde ich gleich mal schauen. Die APU ist hier der Master Switch. Der muss an und dann wollen wir hier die APU starten und dann müssen wir hier runterschauen und hier sehen wir, da tut sich jetzt was da hinten, ne? An der APU seht ihr. Also hier die Abgaswerte, die schnellen jetzt richtig hoch und unsere APU, praktisch unser APU Generator, der startet jetzt, der fährt jetzt hoch und wenn der dann gestartet hat, können wir sozusagen die externe Stromversorgung deaktivieren, disconnecten sozusagen, weil uns dann die APU mit dem nötigen Strom versorgt. Und wie gesagt, auch mit der Zapfluft, die wir dann auch gleich einschalten werden. Und wir warten jetzt mal, bis die APU hochgefahren ist. Das müsste aber gleich soweit sein. Ein bisschen dauert das, ist ganz klar. Und hier seht ihr jetzt, die APU ist available. Das heißt, unser APU ist hochgefahren und wir können gleichzeitig noch die APU Bleed on schalten. Auf on schalten die APU Bleed, die haben wir hier. Die ist jetzt an und wie gesagt, die APU Bleed brauchen wir dann zum Triebwerkstart. Ganz klar. So, unsere External Power, die machen wir jetzt erstmal aus. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die ist zwar noch available, aber die brauchen wir jetzt nicht mehr, weil, wie gesagt, unser APU läuft.
Fuel Pumps. 6-on, Fuel Pumps, 6-on. Die schalten jetzt alles ein, unsere Spritpumpen. Die kommen an und wir führen noch einen Lichttest durch. Da muss ich mal schauen, der war hier. Und ihr seht alle Lichter auf einmal an. Ist natürlich wichtig, wir müssen sehen, wo hier irgendwelche Börnchen eventuell kaputt sind. Und dann wird sich der Start verschieben, weil das muss, glaube ich, gemacht werden. Ne? Aber wir sehen, das sieht eigentlich alles gut aus. Das kann wieder aus. So, jetzt würden wir, hat er euch vorhin gesagt, wenn wir unseren Flugplan alles komplett eingegeben haben, wir geben ja alles in unseren Flight Management Computer ein, und dann würden wir jetzt natürlich noch dazu kommen, die Trimmung einzugeben. Die Trimmung finden wir dann auch in unserem Flight Management Computer mit der Taste FCTL. Hier unten kann man sehen, wenn wir das dann eingeben, FCTL, die ist hier. Das ist unsere Trimmung sozusagen. Und die Trimmung kann man dann hier über das Rad praktisch einstellen. Für die meisten Flüge, wie gesagt, das ist unterschiedlich. Es kommt auch darauf an, wie schwer sind wir beladen. Was herrschen für Bedingungen? Wie gesagt, das wird dann hier über das Rädchen eingestellt. Aber das möchten wir heute noch nicht machen. Ich möchte noch nicht starten. Wir wollen erstmal nur das Flugzeug aufrüsten bis zum Triebwerkstart. Mal schauen, wie das so funktioniert. Deswegen. So, wir gehen weiter. Wir aktivieren jetzt noch unsere Meteranzeige. Klicken wir einmal hier drauf und wir sehen 440 Meter über dem Meeresspiegel. Wir befinden uns in Deutschland, da kann ich jetzt ruhig mit Meter fliegen. So, und dann kommen wir so langsam zum Engine Start. Wir disconnecten die External Power. Das haben wir getan eben. Die External Power, wisst ihr noch, die haben wir hier disconnected, die steht jetzt noch auf Available. Dann geht's weiter, wir schalten das Beacon Light on. Das Beacon Light wird vorm Triebwerkstart logischerweise eingeschalten, damit jeder weiß, hier tut sich jetzt gleich was. Und wir schauen mal kurz raus. Hier oben, das rote blinkende Ding, das ist unser Beacon Light und das sagt den Leuten um uns rum, das ist natürlich keiner eigentlich mehr sich so groß gefunden. Sagt aus, hier tut sich gleich was, hier werden gleich Triebwerke gestartet, die werden hier gleich hochgefahren. So, wir gehen wieder ins Flugzeug rein. Beacon Light ist on und bevor wir jetzt die Maschinen starten, mache ich natürlich erst nochmal hier über unseren Flight Management Computer 2 sozusagen, gehen wir mal an die Ground Services und ich möchte natürlich die externe Power GPU weghaben. Ich möchte die Chocks weghaben, die Cones weghaben. Move, dann müssen die Chocks hier noch weg. Da schauen wir gleich nochmal nach. Und wir müssen natürlich die Türen schließen. Aircraft Doors. Hier ist noch eine offen. Die kommt auf Close. Main Exit Closing. Und dann schauen wir mal. Wir sehen hier draußen. Alles klar. Türen sind alle zu. Und wir schauen nochmal hier rein. Dann gehen wir nochmal hier raus in den Ground Service. Der will nicht so richtig, hier sehe ich gerade. Traffic Cones Wheel Chocks müssen weg. Also diese Wheel Chocks hier, die müssen auf jeden Fall weg und die Traffic Cones müssen weg. Weiß aber nicht, warum der jetzt hier nicht auf Remove springt. Das ist natürlich, ich probiere es mal hier drüben. Nee, will er nicht. Gut, merkwürdig, aber wie gesagt, das muss natürlich auch auf Removed stehen. Die müssen auf jeden Fall weg, die Dinger. Ganz klar. So, wir kommen jetzt zum Triebwerkstart. Es ist alles soweit getan. Und dann fangen wir gleich an. Die APU Bleed haben wir eingeschaltet. Das schauen wir nochmal nach hier. Die APU Bleed, das ist jetzt die Zapfluft, die uns die APU hinten liefert. Und die brauchen wir zum Triebwerkstart. Und wir wollen auch gleich anfangen. Und zwar fangen wir an, die zweite Maschine zu starten.
den Startknopf auf Ignition, Engine 2 Start, und jetzt müsste sich so ganz langsam hier was in Bewegung setzen. Und ihr seht hier oben, hier unsere Turbine fährt langsam hoch. Das geht jetzt, das dauert ein wenig. Wir können mal draußen schauen. Aber, wie ihr hört, so langsam fängt es an zu pumpen. Nochmal Gesundheit an meinen Co-Pilot, der immer noch erkältet ist. Und ihr hört, unsere Flugbegleiterin machen jetzt hinten schon die Ansagen. Es geht also jetzt los. Normalerweise, logischerweise, würde jetzt erst kommt der Pushback und während des Pushbacks werden die Triebwerke gestartet. Nicht wie wir hier, das machen alles an Ort und Stelle, aber ich wollte euch nur mal schnell bis zum Triebwerkstart zeigen, wie man das Ding zum Gange kriegt. Das natürlich funktioniert erst nach oder während des Pushbacks, dass die Triebwerke gestartet werden. Ist natürlich ganz klar. Und wenn wir jetzt rausschauen, läuft das rechte Triebwerk. Genau, das läuft. Alles klar. Das hat schon mal funktioniert. Hier gehen wir rein ins Flugzeug. So, Engine 2 ist stable und wir schalten zur ersten Maschine. Die starten wir jetzt natürlich auch. Und wie ihr hier seht, ganz langsam, ja, da knarzt irgend und knirscht irgendwas. Ich hoffe, das wird nicht unser Triebwerk sein, aber ich glaube, das hat irgendwas mit der Zapfluft zu tun, die jetzt darüber strömt. Keine Ahnung. Was auch immer das für ein komisches Geräusch war. Vielleicht wisst ihr das und könnt mir da weiterhelfen. Aber ich hoffe mal nichts Schlimmes. So, und das erste Triebwerk ist auch schon langsam gefahren. Das ist jetzt deutlich zu hören, das Rauschen, das kommt jetzt. Ja, das sieht alles gut aus. So, und ich schaue jetzt mal ganz schnell. Das Ding hier muss natürlich auch, warum auch immer die sich gelöst hat. So, das haben wir getan. So, beide Triebwerke laufen, bin ich der Meinung. Das sieht gut aus. Engine 1 ist stable. Und dann geht es jetzt gleich weiter. Jetzt natürlich laufen unsere Triebwerke und wir schalten unsere APU natürlich jetzt aus. Weil unsere APU, die brauchen wir nicht mehr. Kommt jetzt aus. Und das war's. Unser EPU ist aus. EPU ist off. Jetzt würden wir noch unsere Flaps einstellen. Der Ignition-Schalter kommt wieder auf Normal. Beide Triebwerke laufen. EPU Bleed ist off. EPU ist off. EPU Bleed kommt aus. Jawohl, das haben wir. Und die APU ist aus. Ne? Wie gesagt, jetzt beliefern uns unsere Triebwerke, die Generatoren, mit Strom und der nötigen Zapfluft, die wir eventuell noch benötigen für Klimaanlage etc. So, Cockpit Cam off. Die lasse ich an. Weiß nicht, warum ich das mal aufgeschrieben habe. Die bleibt erstmal an. Ich will wissen, was los ist. Und jetzt kommt der Rudder Check. Wir schauen jetzt mal, ob unsere Höhen- und Seitenleitwerke, ob die funktionieren. Und dazu versuche ich mal, dass wir das auf dem Display kriegen. Und zwar Engine EBU Ingress Electric Wheel Hydraulic Fuel. Ramp Tech 72 Bravo 9. Das müsste sich hier irgendwo befinden. So, wir machen jetzt unseren Check. Und zwar, könnt ihr das jetzt sehen? Full up. Die Grünpfeile gehen ganz nach oben vom Höhenruder. Full down. Full down. Full left. Die Pfeile, die ihr da links seht, alle nach oben. Und full right. Das passt, das sieht alles gut aus. Der Test wurde auch bestanden, also das Maschinchen läuft. Auto Brake to Max. Unsere Autobremsen kommen auf Max. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch einstellen müssen. Anti-Skid, unser Anti-Blockiersystem. Das muss auch eingeschaltet werden. Das ist auf einem. Jawohl, das brauchen wir natürlich auch. Auto Brake to Max.
So, jetzt schauen wir unseren Display mal rein. Was ist denn noch alles? Was brauchen wir? Die Spoilers müssen wir an. Spoilers sind wir an. Die Flaps, to take off. Die Flaps kommt natürlich auch darauf an, mit wie viel Flaps wir starten. Ich stelle jetzt mal die kleinste Stufe ein. Die kleinste Stufe, genau. Flaps 1. Und jetzt schauen wir mal, ob wir was vergessen haben. Wir drücken die TO-Config-Taste und da dürfte TO-Config-Normal. No Blue, ganz wichtig. TO-Config-Normal, No Blue, wir haben keine blaue Meldung mehr. Das heißt, es ist alles normal, es läuft alles so, wie es sein soll. Und wir sollten somit keine Schwierigkeiten haben. Wie gesagt, der Triebwerkstart jetzt alles und die weiteren Checklisten, die jetzt noch folgen, die machen wir ein andermal. Der Triebwerkstart erfolgt logischerweise immer erst beim Pushback. Ja, ich habe das jetzt mal hier an der Stelle alles gemacht. Ganz wichtig, den Fehler, den ich vorhin hatte, guckt, Parking Brake. Man muss natürlich bei der ganzen Sache gesetzt sein. Manchmal durch das Drücken der Tastaturtasten hier löst sich manchmal was. Genau wie ich manchmal hier auf den Pauseknopf komme. Das ärgert mich auch immer wieder. Aber wie gesagt, so viel erstmal zum Flugzeug, zum Hochfahren des Airbus A318. Soweit läuft alles, wir können auch mal von außen schauen. Das ist unsere Maschine. Jetzt würde natürlich, wir können noch mal eins machen, die Lichter. Wir müssen natürlich dann auch noch an. Wir schauen noch mal kurz rein in unser Cockpit. Und zwar haben wir hier oben noch die ganzen Lichter. Also, Taxi Lights, weil wir natürlich dann noch zur Start- und Landebahn Taxiing, sage ich immer, die müssen dann an. Ja, Taxi Lights befinden sich hier, die müssten dann angemacht werden. Die Wing, die Strobes kommen dann an, aber die Strobes bin ich nicht sicher, die Strobes meistens werden erst kurz vor der Startbahn angemacht. Und die Landelichter natürlich auch erst auf der, oder kurz vor der Startbahn. Das ist ganz klar. Schauen wir nochmal, okay, das kann man auch noch machen, wenn es kalt ist, das ist natürlich auch klar. Aber sonst sieht alles gut aus. Das nur erstmal dazu, wie kriege ich das Ding denn zum Laufen, ohne dass mir es um die Ohren fliegt, sozusagen. Und wir machen aber nochmal ein richtiges Hold and Dark Tutorial mit Checklisten, mit allem drum und dran, was dazu gehört. Und da werden wir uns auch dann die Hilfe von unserem Co-Piloten dazu nehmen. Aber wie gesagt, auch ihr alleine bekommt das Flugzeug hier aus dem Kontaktmodus aufgeweckt. Das ist alles kein Problem. Das sollte alles soweit funktionieren. Ja, Take-On-Fig-Test, Lights On. TARA kommt natürlich dann auf, das TKS kommt auf TARA. Das ist aber dann auch erst kurz vor der Startbahn nochmal bei dem Stopp, dass man das dann einstellt. Ja. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Das erstmal nur dazu. Danke, dass ihr mir die Aufmerksamkeit geschenkt habt. Über den einen oder anderen Fehler, wie gesagt, ich habe jetzt auch keine Checkliste hier dabei. Seht bitte drüber hinweg. Den Autopiloten, wie wir den programmieren, das machen wir dann auch, wenn wir mal den Flugplan eingeben. Der Autopilot ist natürlich auch viele Sachen, die es da, wenn man zum Beispiel die Knöpfe reindrückt und man hat hier die Punkte. Dann nimmt sich die Maschine die ganzen Daten aus unserer MCDU raus und wir fliegen Fly-by-Wire, glaube ich, heißt das dann. Wir fliegen also praktisch, wir müssen da oben immer dann echt Kaffee trinken. Ne? Wir müssen natürlich alles beobachten, aber das sollte dann soweit kein Problem sein. Leute, macht's gut und Dankeschön. Und wie gesagt, nächste Tutorial werden wir das Ding mal schön mit der Checkliste aufrüsten und den Flight Management Computer mal hier richtig einstellen und bedienen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Macht's gut. Ciao.